wir starten erstmal mit ganz tollen Nachrichten aus Slowenien. Da wurde jetzt Melania Trump zu Ehren eine Statue errichtet. Und ich finde, diese Statue ist sehr, 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 sehr gut geworden. So sieht sie aus. Das Original. Wow, ey. Ey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das nicht die echte Melania ist, es wäre mir im Leben nicht aufgefallen. Wirklich, Donald Trump will diese Statue jetzt kaufen und bei offiziellen Anlässen neben sich stellen. Fällt nicht auf. Gut, gut, einziger Unterschied vielleicht ist offensichtlich, die Statue hat natürlich ein bisschen mehr Mimik als Melania. Ja, Leute, Holz lebt, Botox nicht. Die sieht ein bisschen aus wie, als hätte die Michel aus Lönneberger zur Strafe im Tischlerschuppen geschnitzt, oder? Besoffen, ohne Hände. Aber total gut für Slowenien, oder? Guck mal, wenn die Länder irgendwann mal untereinander Schrottwichteln machen, dann haben die schon was. Ja, Melania, selbst schuld, dass sie Donald Trump geheiratet hat. Andere sind zum Glück deutlich kritischer gegenüber Trump. Zum Beispiel die Frauenfußballnationalmannschaft der USA, die gerade Weltmeisterin geworden sind. Einerseits finde ich es ja schade, dass die Deutschen so früh ausgeschieden sind. Andererseits freut es mich aber sehr, dass diese Frau es geschafft hat. Megan Rapinoe, Superstar der Amis und Kapitänin der Mannschaft. Und die hält von Donald Trump ungefähr so viel wie Wladimir Putin vom CSD. Und für Trump, ich meine, diese Frau verkörpert für Trump quasi alles, was er ablehnt. Ne? Erstens mal, sie ist eine Frau. Das reicht ja eigentlich schon, ne? Sie lebt in einer lesbischen Beziehung und sie hat ihn kritisiert. Und ich meine, die ist für Trump schlimmer als ein mexikanischer Flüchtling, der iranisches Uran anreichert und dabei die chinesische Nationalhymne singt. Und als Rapinoe gefragt wurde, ob sie denn ins Weiße Haus geht, wenn sie Weltmeisterin wird, hat sie gesagt, I'm not going to the fucking White House. Und wenn man da mal zwischen den Zeilen liest, da schwingt Kritik mit. Ich meine, der Frau sollte man mal eine Statue errichten, oder? Bei Twitter gab es jetzt auch gerade eine Riesenaufregung, ausnahmsweise mal nicht ausgelöst von Donald Trump, sondern von Disney. Disney will die Rolle von Ariel der Meerjungfrau bei der Neuverfilmung an die dunkelhäutige Schauspielerin Halle Bailey vergeben. Und die Leute sind total entsetzt. Sofort hat ein Hass-Hashtag getrendet, not my Ariel. Heißt so viel wie, das nicht meine Ariel. Mein Gott, jetzt nehmen uns die Schwarzen schon die Meerjungfrauen weg. Wirklich, die regen sich auf. Kein Scherz. Die sagen ernsthaft, Schwarze dürfen keine Meerjungfrau spielen, weil echte Meerjungfrauen sind immer hellhäutig. Natürlich, das weiß jeder, der schon mal aus Versehen eine mitgefischt hat. Alter, Ariel ist eine verdammte Nixe, eine Fantasiefigur. Aber ist ja irgendwie typisch rechte Vollpfosten, oder? An den Klimawandel glauben sie nicht, aber an Meerjungfrauen schon. Kommt mal klar, ihr Vollidioten. In Filmen werden auch ganz oft zum Beispiel Nazis von Schauspielern gespielt, die in Wirklichkeit ein Gehirn haben. So ist das nun mal. Wie kann man sich darüber aufregen? Kann man sich darüber aufregen? Das ist nicht meine Ariel. Aber dass Ariel obenrum eine Frau ist und unten einen Schwanz hat, das stört keinen, oder wie? Nein, das kenne ich von YouPorn, das finde ich geil.